Und damit geht's weiter mit dem Bussimulator. Heute auf der Linie 23 vom ZOB nach Siegwalden. Das ist heute unser Fahrplan, den wir hier haben. Wir machen mal schnell unseren Bus aus. Und die nächste Rundfahrt also. Und könnte doch mal wieder aus Juxen auch mal einen anderen Bus nehmen. Aber es gibt halt nicht so wirklich viele andere. Können wir mal mit dem Iveco fahren. Das machen wir heute mal. Mist. Ich wollte dieses fürchterliche Dings ausmachen. So. Haltebucht 1. So, eine Woche Student. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine einzelne Standard drücken. 2,80 Euro. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Och, Leute. Sieht schon speziell aus, ne? Obwohl eigentlich alles so hässlich ist, so. Also ich. So die Front, die sieht schon mega, mega nice aus. Den gibt's jetzt auch erst seit kurzem so. Augenblick. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Schön für Mauzi. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die andere Tour vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Weil das ist nämlich die Tour, die wirklich am längsten dauert, mit 19 Minuten. Da werden wir auf jeden Fall ordentlich zu tun haben. Puh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Das weiß ich nicht, junge Dame. Ich würde ja gerne Musik anmachen, so, weißt du, dass wir hier so ein bisschen Musik im Hintergrund haben, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob die GEMA freundlich ist. Das ist mein Problem. Nachher sperren die das Video oder sowas, weißt du, nur weil ich hier die Musik habe abspielen lassen. In meinem wahren Leben hören die Busfahrer ja auch keine Musik. Aha. Wenn ich Busfahrer wäre, dann würde ich mir Bluetooth-Kopfhörer reinmachen, weißt du? Also, zumindest auf einem Ohr. Weil so komplett ohne Musik fahren. Ey, das ist echt anstrengend. Wenn du den ganzen Tag auf diese Straßen glotzt und dann nur dieses Brummen hörst. Ich glaube, dann würde ich wahnsinnig werden.
So, Rundfahrtmodus war ja an. Dann haben wir in der nächsten Folge nur noch tatsächlich nur noch eine Rundfahrt. Und ich muss mal gucken, vielleicht haben wir da am Montag gleich den Livestream raus oder sowas. Damit wir hier vorankommen. Sind eigentlich jetzt so gut dabei. Also mit der Aufgabe. Da muss in der letzten Mission sich ein bisschen dämlich angestellt. Oder ich mich. Und von daher. Hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert. So, Oakstraße. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Oh, Standard. Ich brauche mehrere Fahrkarten. So, Student. Eine Fahrkarte, bitte. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. So, jetzt sind wir gleich am Ende. Dann müssen wir die ganze Tour nochmal zurückfahren. Hat's gerade geblitzt? Oh, der hat der Tempomat mal ein bisschen hinterhergehangen gerade. Jetzt wurden wir auch noch geblitzt. Eine Fahrkarte. Danke.
Oh, was ist denn hier los? Oh Mann, ey. So, wo ist denn? Ach, hier ist die Rampe. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Lust, ins Kino zu gehen? Welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Wir hätten jetzt nämlich bis zum Kreisverkehr jetzt fahren müssen und hätten denn den Praktikantsweg jetzt wieder zurückgefahren. Irgendwie Schwachsinn. Ich habe jetzt hier probiert, hier schon an der Kreuzung so eine Dreipunktwendung zu machen, aber nachdem die gleich wieder alle hinter mir waren. So. Ach ja, stimmt. Oh, alter Mann. Dass sie sich Wallen halten.
Fahrkarte, bitte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Oakville Zentrum. Parken ist Perfektion. So, nun war doch. Wir haben doch keine Zeit hier. Keine Zeit hier. Oh, der Kollege da vor uns, der hebt mir auch ein bisschen auf den Senkel. Nächster Halt, altes Sägewerk. Einige Fahrkarten, bitte. Danke. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Hund? Also, ich glaube, das wäre total schön. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen.
Okay, dann haben wir es geschafft jetzt hier. Dann haben wir zumindest die Linie. Ja, dann wartet nur noch auf uns die große. Also 19. Oh. Das wäre sowieso wach. Mit dem Schlagloch. Ich finde, es gibt jetzt aber relativ viele Simulationen auf der PlayStation. Der Bausimulator. Absolut empfehlenswert. Zwar ist es so eine leicht abgespeckte Version vom Bausimulator 15. Das ist eher so diese Mobile-Variante. Aber dennoch, die kann man gut spielen. Ich habe sie für die Nintendo Switch. Und also persönlich kann ich da echt nichts sagen. Ja? Bei der PlayStation 4 hast du da natürlich, glaube ich, meiner Meinung nach 4K und 60 FPS. Aber wie gesagt, das ist halt diese Mobile-Fassung. Aber sieht immer gut, sieht nett aus. Dann hast du ja noch den Landwirtschaftssimulator, dann hast du ja diesen billigen Truck-Simulator, den es ja der Truck-Driver, der ja da gibt. Und so Alltagssimulationen hast du halt auch ein paar dabei. Und das ist eigentlich schon eine coole Sache. Ja, das war mal eine ganze Zeit lang, war das echt nur für den PC immer vorbehalten gewesen, weil die Konsolen damit wahrscheinlich immer niemand irgendwas zu tun haben wollten. Und ja, also ich persönlich muss sagen, finde ich richtig klasse Sache. So, da haben wir schon. Müssen leider noch einer weiterfahren und dann haben wir hoffentlich diese Mission auch durch. Und ihr seht, ja, also es dauert halt wirklich lange. Und die nächste Folge, die wird wahrscheinlich schon wieder extrem lang werden. Zentraler Omnibus. Wo man sagen muss, so wirklich zentral liegt der gar nicht. Absolut pünktlich. Mein Gott, die schmeißen ihr Müll aber auch echt überall hin, ja, diese Drecksäue. So. Schon während einer Kollision. Aber immerhin 23.000. 42.000 haben wir jetzt mittlerweile. Und uns fehlt jetzt wirklich nur noch diese eine Aufgabe und dann kriegen wir automatisch die letzte auch. Also das bedeutet, im spätestens nächsten Part oder vielleicht nächsten Livestream machen wir das auch zu Ende. Und dann haben wir schon wieder das nächste Missionsziel und ihr seht schon, Altstadtbezirk wird freigeschaltet. Und dann müssen wir eigentlich zumindest jetzt schon mal alles freigeschaltet haben. Also wir nähern uns dem Ende vom Bussimulator aktuell. Und freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was uns jetzt hier noch so erwartet. Ich weiß ja auch nicht, wie die nächsten Aufgaben aussehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist jetzt offiziell unsere nächste Aufgabe. Ob im Let's Play oder im Livestream, das weiß ich noch nicht. Das werden wir jetzt sehen. Und von daher bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis denn. Tschüss.